Was für ein Paukenschlag, die Damen des Tennisclubs 1899 Blau-Weiß Berlin sind zurück in der Bundesliga und triumphieren gleich im ersten Heimspiel mit 8:1 gegen das Team vom Tennisclub Bad Vilbel. Heute lief alles vom Anfang bis zum Ende perfekt. Nicht nur das Wetter hat mitgespielt, auch die Leistung der Mädels war sensationell. Elena Inalborn und Jessica Maletschkova sorgen in der ersten Runde gleich für die Berliner Führung. Jedoch ist in beiden Partien eine große Portion Spannung mit dabei. Denn die Schweizerin Inalborn bezwingt ihre Gegnerin Viktoria Tomova mit 6:2, 2:6 und dann denkbar knapp im Match-Tiebreak 10:8. Auch Maletschkova bleibt nach verlorenem zweiten Satz gegen Bibiane Schoofs gelassen und entscheidet das Spiel ebenfalls im Match-Tiebreak ein bisschen klarer mit 10:5 dann für sich. Lediglich die Berlinerin Anna Klaasen muss sich Mara gut geschlagen geben. Heute war es für mich nicht so leicht mit dem Wind, dass ich so mein Spiel durchspielen konnte. Ich würde auch sagen, dass sie mich gar nicht wirklich überlistet hat, sondern ich eher mit mir zu kämpfen hatte. Die Schwedin Rebecca Peterson, die aktuelle Nummer 77 der Welt, zeigt im Topspiel gegen Kirsten Flipkins, warum sie schon zu den besten 100 Spielerinnen der Welt gehört. Schnelle Ballwechsel und Tennis vom Allerfeinsten. Überwiegend Peterson steigert sich zusehends und lässt die Belgierin nicht mehr zur Entfaltung kommen. Auch im zweiten Satz macht Peterson wieder kurzen Prozess und fegt ihre Kontrahentin erneut mit 6:1 vom Platz. Ich habe es geschafft, meinen eigenen Spielplan umzusetzen. Ich weiß, dass sie eine glückliche Spielerin ist. Das letzte Mal habe ich gegen sie verloren. Also bin ich einfach sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie ich gespielt habe. Punkte sind angesichts einer 5:1 Führung für die Gastgeberin bereits nach den Einzelpartien verteilt. Auch in den folgenden Doppeln lassen die Blau-Weißen nichts anbrennen. Insbesondere die Schwedin Rebecca Peterson und die Schweizerin Elena Inalborn spielen sich in einem packenden und hochklassigen Match gegen Flipkens und Tomova in die Herzen der Zuschauer. Für mich war es natürlich super, mit Rebecca zu spielen. Sie ist eine sehr erfahrene Spielerin. Sie hat mir sehr geholfen auf dem Platz und ich bin sehr, sehr froh, dass wir den Sieg holen konnten. Bereits in der kommenden Woche sollen die nächsten Punkte eingefahren werden. Über die kommenden Gegner haben die Blau-Weißen noch nicht allzu viele Informationen. Auf dem Papier erwartet die Ladies gegen Aachen aber eine eher schwerere Aufgabe. Die sind auf jeden Fall eines der besten Teams. Und wir nehmen uns trotzdem auch den Sieg vor und nehmen uns einfach wirklich vor, unser Bestes zu geben und das Beste draus zu machen, genauso wie heute. Eines ist aber gewiss, vor dem Aufsteiger müssen sich alle Gegner in Acht nehmen. Schließlich sind die Damen vom TC Blau-Weiß immer für einen Paukenschlag gut.